Hallo, ich suche da mal die Stammfunktion grafisch von diesem Ding. Das ist die 1 durch x Quadratfunktion, also der Graph von Groß F. Also wie könnte der aussehen? Die Funktion hier ist positiv und positiv und positiv und positiv. Das heißt also, der Graph, der wird immer steigen und steigen. Die haben Stammfunktion und Funktion haben hier so eine gemeinsame Polstelle. Jetzt sollte man merken, dass es zwar in dem Bereich positiv ist, aber wirklich nur sehr klein. Ja, also die Steigung, wenn ich das mit m schreibe, dann habe ich hier m ist vielleicht so 0,1. Und hier habe ich eine Steigung von 4. Also was das Steigungsdreieck betrifft, mal mein Rot, so 4 Eintel ungefähr so. Habe ich hier. Das heißt, die Geschichte wird flach steigen, wo ich ein 1, hier ist 1. Also hier habe ich jetzt so 1, 1. Ja, so mit 1 steigen und immer schneller steigen. Und hier muss es auch steigen. Also hier habe ich eine Steigung von, ja, wieder so 4 Eintel, ja, wenn da oben 4 ist. Also steigt und wird dann flacher. Hier ist ja die steigen positiv, aber m ist ungefähr irgendwas mit 0,1. Das heißt steigen und flacher werden. Vermutlich so, genau, das was mir nicht passt, radiere ich weg. Dann haben die gemeinsame Polstelle und das könnte jetzt ein möglicher Graph einer Stammfunktion f sein, wenn ich hier das kleine f habe.